Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Es geht weiter hier. Let's see. Na, da. Auf der anderen Seite, wir sollten vielleicht einen Wächter bei den Körpern aufstellen. Wie zuvor. Achso, ja. Hä? War da schon mal jemand? Naja. Wir können nicht zulassen, dass sie erneut verschwinden. So then. Hina und ich packen das schon. Das kümmert dich doch nicht, oder Hina? Nein. Ja, in Ordnung. Ich bin total nutzlos für die Untersuchungen. Ich bin sowieso total nutzlos für die Untersuchungen. Das darfst du nicht sagen. Und so soll es sein. Lasst uns anfangen. Die ganze Sache ist ziemlich verrückt. Jeder von uns hat ein Alibi. Also herauszufinden, wer es war, wird ein bisschen... to figure out who should be obvious, right? Offensichtlich. Aber ja, der Einzige, der keins hat, ist Hiro, oder? Vielleicht bin's nur ich. Aber ich denke nicht, dass es ein... ich denke nicht, dass es so gerade heraus sein wird, wie es jetzt hier aussieht. Wie es den Anschein macht. Ja. Okay, ja, gehen wir gleich hier rauf. Es gibt Hämmer in allen möglichen Größen, die hier an der Wand hängen. Manche sind mehr als Mallets. Was sind denn Mallets? Ausstellungsstücke? Mallets. Schlägel. Also einige sind Schlägel, andere sind richtige Hämmer, oder wie? Schlägel. Könnte der Gerechtigkeitshammer von diesen Modellen her designt sein? Alter, haben wir es hier helfen? Also, außerdem haben alle Hämmer hier offensichtlich ziemlich viele Abnutzungen. Oder wurden oft benutzt. Sind überzogen mit Debris und Kalksteinpuder. Warte. Aus irgendeinem Grund ist dieser Hammer hier nicht so dreckig. Und er ist feucht. Hat ihn vielleicht irgendjemand vor kurzem gewaschen? Ja, ein Hammer ohne Schmauchspuren, wollte ich fast sagen. Nee, Schmauchspuren entstehen, wenn man eine Handfeuerwaffe abdrückt, zum Beispiel eine Pistole oder ein Revolver. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ja, vielleicht sollte ich mir erstmal die Körper angucken. Tucker, er wird sich nie wieder bewegen. Laut Monokuma-Fall ist Tucker an einem Schlag auf den Kopf gestorben. Gerechtigkeitshammer 4. In der Nähe seines Körpers im Equipmentraum. Ist es das, womit er jetzt benutzt wurde, ihn zu töten? Und da ist eine Falle ausgelegt, die unter seinem Körper ist. Eine Falle, eine Plane. Ja, ich habe Trap gelesen. Hat der Killer das benutzt, um Tuckers Körper zu bewegen? Auf diesem Weg würde kein weiteres Blut zurückbleiben, während der Körper in Bewegung ist. Ja, blaue Plane. So, Hifumi. Hifumis großer, kalter Körper liegt am Boden.
ein wirklich großer Körper. Ich meine, wie um alles in der Welt war der Killer bloß in der Lage, sowas Großes in Bewegung zu setzen? Vom Schwesternzimmer bis hierhin in die, ja, keine Ahnung was das ist, Stauraum oder so. Von der Kunstgalerie. Den ganzen Weg vom ersten in den dritten Stock. Und das auch noch, wenn es keiner mitkriegen durfte. Wie zur Hölle? Das ist nicht gut. Ich komme nicht drauf. Ich kann mir später darüber den Kopf zerbrechen. Für jetzt muss ich die Untersuchungen... Himself. I have to finish. Ich muss die Fungusuntersuchungen selbst lösen. Wenn ich mich korrekt erinnere, Fumis schreckliche Verletzung war ein Schlag auf den Kopf. Ist das ein Fehler? Weil irgendwie ist seine Brille nicht blutig. Links ist sie, glaube ich, blutig, rechts nicht. Ist das jetzt ein Spielfehler oder ein Hinweis? Ja, vermutlich durch den Gericht Gatzhammer 3, der auf dem Boden der Krankenstation lag. Hä, warte. Irgendetwas an seinem Körper fällt mir auf. Warum habe ich dieses Gefühl? Irgendetwas ist anders. Irgendetwas von Hifumis Körper im auf der Krankenstation. Im Vergleich zu seinem Körper jetzt. Ah! Doch also! Seine Brille. Als sein Körper in der Schwesterstation war, seine Brille war blutgetränkt, blutverschmiert. Aber nun, sie sind komplett sauber. Bedeutet das, als ich... bedeutet das, jemand hat seine Brille geputzt? Aber wer sollte das tun und warum? Ich bin irgendwie jetzt schon zu müde. Das Problem ist, ich habe morgen frei, das weiß ich, da freue ich mich auch. Aber jedes Mal, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag frei, bin ich so müde, dass ich gar nichts machen kann. Und jedes Mal, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich arbeiten, bin ich topfit und könnte die ganze Nacht lang aufnehmen. Aber bringt mir leider nichts. Oh, ich sag was. Oh, hey, Makoto. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe über etwas nachgedacht. Ja, es ist ja hier über diesen Raum. Ich weiß nicht, was das für ein Raum ist. Abstellkammer. Ja, die Abstellkammer. Hä, was ist? Nachdem Hifumi und Takas Körper verschwunden waren, haben wir uns aufgeteilt, um sie zu suchen, richtig? Ich war wirklich erschrocken. Also habe ich Sakura gebeten, dass wir gemeinsam suchen. Und wir kamen... hier zur Kunstgalerie in die Abstellkammer oder so, um uns umzugucken. Aber als wir hierher kamen, ja, die Abstellkammer war verschlossen. Wir konnten nicht rein. Sie war verschlossen? Ja, das habe ich im letzten Part auch schon bemerkt. Irgendwie kommen doch ein paar Viecher und fressen mich, das gefällt mir gar nicht. Und wir kamen hierher, sobald die Suche anfing. Also gäbe es keine Möglichkeit, wie irgendjemand sonst hier hätte schneller da sein können. Also wenn das wahr ist, dann... Wer hat's abgeschlossen? Und warum ist es jetzt aufgeschlossen worden? Das frage ich mich auch gerade. Die Tür war verschlossen, als wir die Suche nach den Körpern begangen. Aber nun steht sie weit offen. Es muss hier vielleicht irgendeine geheime Luke oder so geben.
Ich werde diesen Raum definitiv verlassen müssen, um es herauszufinden. Na gut, was sagt Sakura mir? Gibt es viele Aspekte zu diesem Vorfall dieses Mal. Zu viele, wenn ich ehrlich bin. Considering that. Ja, wenn man es so betrachtet, ist es vielleicht gut, zurückzublicken auf all das, was passiert ist. So then. Would you like my help? Ja. Ja, lass uns einen Rückblick riskieren oder so. Diesen Morgen, nur vier von uns haben am Dinner teilgenommen. Hina, Kyoko, du und ich. Wir warteten auf die anderen, aber niemand ist aufgetaucht. Also beschlossen wir, sie nach ihnen zu suchen. Achso, du bist einfach nur da, um mir zu sagen, okay, das ist schon alles passiert. Ja, es war 8 Uhr und wir begannen mit der Suche. Dann haben wir uns aufgeteilt, Kyoko ist weg. Danach, Hina hat Celeste im Aufnahmeraum gefunden, am dritten Stock. Then quickly came and got you and me. Ja, sie kam schnell und wir beide waren dann auch da. Celeste meinte, sie wurde von einem mysteriösen Individuum angegriffen und lag für eine Stunde bewusstlos am Boden. Mit anderen Worten, sie wurde angegriffen eine Stunde bevor wir sie gefunden haben. Bedeutet, es war nach 7 Uhr. Ja, dieser Roboter da. Basierend auf dem Bild, das Celeste geschossen hat, haben wir herausgefunden, dass ihr Angreifer in diesem seltsamen Kostüm verkleidet war. Es war Robo-Justice. Steht auch fest, dass Robo-Justice Ifumi weggeschleppt hat. Nachdem wir uns mit Toko und Byakuya ja getroffen haben, begannen wir mit der Suche nach diesem kostümierten Eindringling. Wir haben den verletzten Ifumi in der Bücherei am zweiten Stock gefunden. Wir nahmen ihn mit zur Krankenstation im ersten Stock und setzten die Suche fort. Aber nicht lang, nachdem wir die Krankenstation verlassen hatten. Was ist los? Ich habe einen Schatten gesehen. Ja, das können wir schon. Basierend auf Celestes Aussage oder Entdeckung oder Beobachtung, wie auch immer, sind wir alle in den zweiten Stock gelaufen. Und wir haben uns erneut aufgeteilt und die Suche mit der Suche begonnen. Dann, kurz danach, hat Celeste geschrien. Dieses Mal tauchte dieses seltsame Objekt. Nee, dieses Mal war sie im dritten Stock zu sehen. Nachdem wir die Schreie gehört hatten, begaben wir uns schnellstens zum dritten Stock. Ist das los? Das können wir schon. Bla bla bla, ich habe ihn gesehen. Den kostümierten Mann. Oh, ich bin Celeste. Ich bin eine Gothic Lolita. Und dann. Was war das? Das kennen wir schon. Ifumi. Er ist tot. An diesem Punkt wir entschieden, uns in zwei Gruppen aufzuteilen. Natürlich! Was glaubt ihr, warum ihr alle gestorben seid? Weil ihr euch ständig aufteilt, wie irgendwie so ein Kartenspiel. Celeste, Hina und ich gingen zurück ins Schwesternzimmer. Währenddessen du, Byakuya und Toko durchsuchten den dritten Stock. Und als wir zurück ins Schwesternzimmer kamen, haben wir Ifumis Leiche gefunden.
Ja, und genau in diesem Moment spielte die Leichen gefunden Ankündigung. Ich habe Celeste und Hina allein zurückgelassen und ging zurück zum dritten Stock, um die anderen zu holen und den anderen zu sagen, was passiert ist. Aber zu dieser Zeit haben wir herausgefunden, dass Takas Körper im Equipmentraum lag. Das bedeutet, Hifumi und Takas Körper wurden ungefähr zur selben Zeit entdeckt. Weil ich mich erinnere, die Körperfundankündigung gehört zu haben, gleich nachdem Taka aufgefunden wurde. Ja, das ist dann der Moment, wo ich aufgetaucht bin, um dir und Byakuya zu sagen, dass Hifumi ermordet wurde. Dann du, ich und Byakuya gingen alle in Richtung Schwesternzimmer und ließen Toko zurück, die ohnmächtig geworden ist. Aber nachdem wir das Physiklabor verlassen hatten, rannten wir direkt in Celeste rein, die uns mitteilte, dass irgendwas Unübliches passiert ist. Ja. Wir eilten zurück ins Schwesternzimmer, um zu entdecken, dass ja die Leiche tatsächlich weg war. Dann erinnerten wir uns an die immer noch bewusstlose Toko und rannten zurück in den Equipmentraum. Dieses Mal war Takas Körper verschwunden. So, von da an begannen wir mit der Suche nach den beiden vermissten Körpern. Und danach, Celeste teilte uns mit, dass sie ihr Körper gefunden hat und wir alle ja, hier in dieser Abstellkammer da kamen. Ja, und hier haben wir herausgefunden, dass die Körper kurzzeitig verschwanden oder so. Nee, dass sie wieder aufgetaucht sind. Irgendwie so. Vanished heißt ja verschwinden oder nicht? Ja, und das ist der Stand der Dinge. Jetzt stehen wir hier. Rückblickend, die Dinger sind ziemlich aktiv geworden oder so. Wenn du nochmal zurückblicken willst, lass es mich wissen. Ich stehe dir jederzeit bereit. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt gerade echt müde geworden. Das ist doof. Jedes Mal, wenn ich merke, okay, am nächsten Tag habe ich frei, dann habe ich irgendwie kein Durchhaltevermögen mehr. Wobei, es ist schon 11 Uhr, also ich will ja nichts sagen. Dann eben die heutige Folge etwas kürzer, tut mir leid, aber da muss ich morgen noch eine kleine Aufnahmesession machen. Oder muss, will ich, weil das Spiel bockt echt total. Aber hier kann ich noch reingucken. Das sind jetzt alle Hinweise. Ja. Apropos, steht jetzt hier drin, dass sie tot sind? Ja, tot. Tot. Das heißt, es leben noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann gehen wir mal davon aus, dass eine Person die beiden ermordet hat, wären dann sieben. Wer könnte die ermordet haben? Du bist der Protagonist, also garantiert nicht. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich sogar. Ich glaube nicht, dass Byakuya der Täter ist. Weil so ein Arschloch er ist, aber ich glaube, gerade sein arschlochhaftes Verhalten
ja, bringt ihn quasi dazu, schließt ihn aus, ein Mörder zu sein. Oh Mann. Ja, du bist bisher der Hauptverdächtige. Tut mir leid, Kumpel. Also, das könnte natürlich auch eine Finte vom Spiel sein. Von wegen, oh, ja, so hier und im Endeffekt war es gar nicht. Um ehrlich zu sein, glaube ich das sogar sehr, weil das Spiel mich absichtlich auf eine falsche Fährte lockt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass du es warst. Wen haben wir denn sonst noch? Kyoko? Glaube ich auch nicht. Es ist äußerst unwahrscheinlich, weil sie ist ja eine... keine Ahnung was, Polizistin, Detektivin, irgendwie sowas. Kriminalbeamtin. Ich muss mich anders hinsetzen, mir schläft der Fuß ein. Kriminalbeamtin ist ja eine Polizistin, soweit ich weiß, aber ne, ich suche jetzt ein anderes Wort. Eher so eine. Wieso wollte ich gerade Kriminalpsychologin sagen? Das ist ja noch falscher. Hier, die am Tatort. Hier Leichen. Nicht Leichenbestattung, aber. Weil es ist ein ganz anderer Beruf, aber hier Autopsie und so. Sowas. Gerichtsmedizin, ja. Wobei Gerichtsmedizinerin. Da ist Detektivin, glaube ich, am ehesten noch möglich. Ich glaube, sie ist eine Detektivin. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass du es warst. Aoi? Glaube ich auch nicht irgendwie, aber... Die Luft wird dünn. Das ist es ja gerade. Weil ein paar Figuren, die Mörder sein könnten, die muss es ja geben. Deswegen, Aoi. Ich glaube nicht. Glaube ich. Toko? Das ist so eine Sache, die kippt ja ständig um, wenn sie Blut sieht. Wäre es Genocide-Check, dann hätte ich gesagt, ja. Batoko. Es sei denn, sie stellt sich nur so, dass sie jedes Mal ohnmächtig wird, wenn es Blut sieht. Dann wäre sie eine ganz heiße Kandidatin. Aber wenn das nicht gestellt ist und sie tatsächlich umkippt, wenn sie Blut sieht, dann glaube ich auch nicht, dass du es warst. Ja, sonst noch Sakura. Ja, eventuell. Ich bin am Überlegen. Du könntest es gewesen sein, du könntest es aber auch nicht gewesen sein. Da weiß ich noch nicht genau, da ist so ein Zwischending. Celeste. Wird natürlich passen wegen Hifumi, weil Hifumi war ja quasi ihr Speichellecker. Ich hasse den Begriff Speichellecker. Das finde ich widerlich. Also, sag ich es anders. Hifumi hat sich ja bei ihr eingeschleimt. Oder, ja, hat ihr regelrecht jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ich weiß nicht, ob Hifumi verknallt in sie war. Jedenfalls... Zumindest in Bezug auf Hifumi wäre das eventuell realistisch. Junko ist gleich am Anfang gestorben. Chihiro ist leider auch tot. Also von den Personen, die jetzt noch da sind. Okay, Protagonist also zählt nicht. Du auf keinen Fall. Yasuhiro könnte es sein. Du auf keinen Fall. Du auch nicht. Du auch nicht. Sakura könnte es sein. Und Celeste könnte es sein. Beziehungsweise ist Sakura von den dreien eventuell am wenigsten. Oder Yasuhiro, weil sie ist, oh ja, Yasuhiro und das Spiel will mich auf eine falsche Fährte locken. Also von den dreien ist Celeste erstmal meine Hauptverdächtige.
Eben weil sie ja so mit Tifumi und so weiter zugange war. Wer weiß, vielleicht hat sie ihn ja irgendwie angestachelt. Vielleicht war es so, dass Hifumi noch gelebt hat. Ja, schön, muss ich erstmal gehen, mitten unter meiner Erklärung. Ja, ich mach gleich Partende. Also das, was mir gerade am realistischsten erscheint, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Celeste Ifumi irgendwie um den Finger gewickelt hat, weil der hat ja ohnehin schon die ganze Zeit gemacht, was sie wollte, und sie ihm irgendeine Lüge oder so erzählt hat, woraufhin er Taka ermordet hat. Sie ist dann gekommen und hat Ifumi ermordet. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das alles ins Bild passt, weil sie ist ja angegriffen worden. Dann haben wir noch diesen mysteriösen Robotermann. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich diese Theorie aufrechterhalten will, muss ich mir da erstmal was ausdenken, wie ich das aufrechterhalte. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es der Protagonist war. Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Ultimate Unlucky Student. Es sei denn, Makoto könnte es auch sein, theoretisch. Denn wenn der Protagonist auch ermordbar ist, dann könnte es natürlich auch genauso gut Makoto gewesen sein. Auch wenn es irgendwie unrealistisch erscheint, aber. Steht auch irgendwie, wie sie ermordet wurden? Nee. Ja, eine Info, toll. Fünf Infos. Hier sieben. Also da Leon und Sayaka relativ früh aus dem Spiel genommen wurden, glaube ich nicht, dass die auch so viel Informationen wie Aoi oder Kyoko haben. Die beiden haben wahrscheinlich nur jeweils zwei oder maximal drei Informationen. Nun gut, ich habe jetzt lange genug philosophiert und meine Gedanken preisgegeben, was ich hierüber denke. Mir fehlen noch ein paar Beweise, ein bisschen muss ich mir noch was im Kopf zusammenbasteln, wie das hier hätte sein können, aber naja, das sind schon mal meine Vorabgedanken. Das war Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!